Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ganz einfach eine kleine Knotentasche aus zwei Stoffrechtecken nähen kann. Für die Tasche habe ich mir Stoffe zugeschnitten, und zwar zwei Stoffrechtecke in der Größe 36 x 98 cm. Und diese beiden Stoffrechtecke lege ich jetzt rechts auf rechts zusammen. So rechts auf rechts zusammenlegen. Und dann nähe ich einmal füßchenbreit mit einem ganz normalen Geradstich einmal ganz drumherum mit Stichlänge 3. Und an einer Längsseite lasse ich eine Wendeöffnung von ungefähr 15 cm. Am Anfang verriegeln und dann eben einmal drumherum nähen, und wenn man dann hier an der Wendeöffnung wieder ankommt, auch verriegeln, damit der Stoff bzw. die Naht beim Wenden nicht einreißt. Nachdem ich die beiden Stoffe nun einmal zusammengenäht habe, schneide ich die Ecken zurück und auch die Nahtzugaben an allen Seiten schneide ich etwas zurück. Außer die Nahtzugabe an der Wendeöffnung, die wird nicht zurückgeschnitten, sonst kann man die Wendeöffnung gleich nicht so gut zunähen. Also hier habe ich meine Wendeöffnung, da schneide ich die Nahtzugaben nicht zurück, nur bis an die Wendeöffnung ranschneiden. Und wenn ich dann alle Ecken und alle Nahtzugaben zurückgeschnitten habe, dann kann ich das Ganze wenden. Und bevor ich das wende, knicke ich an der Wendeöffnung die Nahtzugaben einmal um, also zur linken Seite hin. Und dann bügele ich die einmal über und danach wende ich das Ganze. Und wenn ich das so mache, dass ich die Nahtzugaben hier jetzt schon umschlage nach links und bügel, dann hat man nachher eine sehr schöne Wendeöffnung, wenn man das Ganze gewendet hat, und kann die dann zunähen. Ich werde die Wendeöffnung mit der Hand zunähen, aber ihr könnt die auch mit der Nähmaschine zunähen, aber mit der Hand, finde ich immer, sieht das schöner aus. Als ich eben an meinem Nähtisch saß, um die Wendeöffnung mit der Hand zuzunähen, da fiel mein Blick auf meine Rolle Saumfix, und mit Saumfix kann man auch die Wendeöffnung sehr gut verschließen. Saumfix, das ist so ein Klebematerial, sieht aus wie ein kleines Gitter. Das ist auf einem Trägerpapier, wenn man das kauft. Und dann kann man sich von der Rolle ein Stückchen abschneiden, legt das in die Wendeöffnung, sodass das außen mit dem Stoff abschließt. Und dann bügelt man da drüber und dann ist die Wendeöffnung auch zu. Kann man dann auch waschen, den Stoff bis 60 Grad. Die Wendeöffnung bleibt dann auch zu. Und so habe ich das jetzt auch gemacht. Ich habe die Wendeöffnung nicht mit der Hand zugenäht, sondern ich habe das Saumfix genommen. Als nächstes müssen jetzt noch zwei Nähte gemacht werden und dann ist die Tasche schon fertig. Da muss man sich dann jetzt überlegen, welche Seite später nach außen soll. Ich habe ja hier diesen Stoff mit den Äpfeln und den Birnen und diesen gepunkteten Stoff. Und ich möchte, dass dieser Apfelbirnenstoff später außen liegt. Deshalb lege ich mir den Stoff so vor mich hin, dass der Stoff, der später außen ist, dass der jetzt oben liegt. Dann muss man noch ein bisschen aufs Muster gucken. Ich habe ja jetzt hier die Äpfel und die Birnen, dass der Stoff, wenn der vor mir liegt, dass der richtig rum liegt. Bei dem gepunkteten Stoff hier, da wäre es ja egal, aber hier bei diesem gemusterten, da muss man dann ein bisschen gucken, wie gesagt, dass der Stoff also richtig vor mir liegt. Nun wird der Stoff, also das Rechteck, wird gedrittelt. Da muss man nicht unbedingt ein Maßband oder Lineal nehmen. Das kann man so dritteln, so zusammenlegen. Und dann kann man das etwas feststecken hier. Und dann wird diese Seite hier oben einmal mit einem ganz normalen Geradstich zusammengenäht. Also einfach hier einmal füßchenbreit entlang nähen. Und wichtig ist auch hier wieder am Anfang und am Ende verriegeln. Und ich werde Stichlänge 3 nehmen.
Jetzt habe ich hier also einmal entlang genäht, am Anfang und am Ende verriegelt. Und jetzt klappe ich das Ganze zusammen. Also hier habe ich ja jetzt schon zwei Stoffe zusammengenäht. Jetzt klappe ich das hier drüber. Und dann habe ich ja hier dreimal Stoff. Eins, zwei und dann nochmal den dritten. Und da nehme ich jetzt die beiden äußeren Stoffe. Und zwar geht das am einfachsten, wenn man den inneren etwas zurückschlägt. Und dann nehme ich hier die beiden äußeren Stofflagen und dann nähe ich die auch nochmal zusammen. Füßchenbreit mit einem ganz normalen Gradstich. Ich nehme Stichlänge 3. Also nur die beiden äußeren Stoffe zusammennähen und am Anfang und am Ende wieder verriegeln. Jetzt habe ich auf dieser Seite die beiden äußeren Stoffschichten zusammengenäht und jetzt kann ich das Ganze einmal wenden. Dann sieht das so aus und jetzt nehme ich hier die Zipfel und knote die einfach mit zwei Knoten zusammen. Und damit ist die Knotentasche fertig. Ich finde so eine Tasche sehr praktisch. Man kann sie nämlich auch ganz einfach zusammenfalten und in die große Einkaufstasche oder in die Handtasche stecken. Dann hat man immer noch mal eine kleine Einkaufstasche dabei. Und dadurch, dass ich diese Tasche jetzt mit doppeltem Stoff genäht habe, ist die auch schön stabil. Zum Einkaufen ist diese Tasche jetzt schon fast zu klein, aber ihr könnt die Tasche ja auch größer nähen, indem ihr einfach größere Stoffrechtecke nehmt. Ich habe mir die Tasche genäht, dann kann ich meine Häkelarbeit da reinstecken und wenn ich dann mal nicht häkeln will, dann kann ich das einfach so zuknoten und dann sieht das immer ordentlich aus, dann liegt das nicht alles so rum. Ich hoffe, meine Anleitung hat euch gefallen. Die Tasche ist ja wirklich ganz einfach zu nähen. Das schaffen auch die Nähanfänger unter euch. Und wenn ihr die Tasche nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.